Hallo. Oh, das war ja doch jetzt schneller als gedacht. Okay, blub, da bin ich wieder. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Ich hoffe, es passt alles. Ich sehe immer nicht, ob ich Audio-Sound habe, also vom Spiel jetzt gerade. Was machst du denn hier klar? Geht gut los. Ja, Chris, Yves, ich begrüße euch. Willkommen, schönen guten Abend und willkommen bei Deadlight. Weiteres Zombie-Horror-Spiel ist da. Ach, wunderbar. Wollte es mir die ganze Zeit nicht anzeigen. Ja. Wir spielen zur Abwechslung mal wieder einen Typen, der vor Zombies wegläuft. Ja, genau, sein Name ist auch, genau, hier Randall. Randall. Er kommt. Wayne. Randall Wayne. So wie Batman quasi. Und es sieht alles so ein bisschen so. Also, ich habe ganz kurz reingeguckt, man rennt ein bisschen durch die Gegend, sammelt Sachen. Wir gucken einfach, was passiert. Ich will auf gar keinen Fall weitermachen, nein. Guckt euch das an, 0%. Also ich habe noch nicht gespielt, ne? Nicht wirklich. Mal sehen, wie lange das vor allem wird. Ich lasse mich einfach mal völlig drauf ein. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. Gutes Timing. Vielen Dank. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said Why? Not to separate from the group? Never means never. A shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella. Get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Ja. Good luck, Randy. Da hauen sie einfach ab. Ohne uns. Aber genau, wir wollen ja unsere Familie finden. Das ist natürlich logisch. Wollen wir das? Natürlich. Ich bin mit Controller. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Eine rotblonde Locke. Mein letztes Andenken an Carla. Ist krank. Sieht man doch jetzt schon. Huch. Nochmal vielen Dank, Chris. So springt man, so tritt man. Okay. Also wir müssen auch wirklich auf der Hut sein. Wenn wir zu lange brauchen, glaube ich, erwischen die uns. Oh. The wood is rotten and the planks are weakened. Aber ich finde einfach das total schön gemacht. Das erinnert mich total an dieses, This War is Mine? Oder Off Mine. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Das ist mein, da kommt er schon an. Der alte Gierlappen.
Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Hä? Ich verstehe nicht, was er da gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ich lerne noch die Steuerung kennen. Wirkt mehr wie Assassin's Creed Squadra. Ja, das 2D, 5, ne? 2,5D-Ding. Tagebuchseite. Ja. Wie, was? Seiten 89, 90 von 92. Alter. Der hat hier schon einiges drinne. Fangen wir mal hier an. 7. Juni. Lydia Shannon, Namen, die ich nicht vergessen kann. Mein Kopf ist in tausend Stücke zersplittert. Kleine, schmetternde Kristalle. Zersplitterte. Kristallzucker. Unterbrochene Worte. Ein Rätsel, das ich nicht mehr lösen kann. Es gibt keine Zukunft. Das sind die Tage, an denen es keinen Morgen gibt. 1. Juli. Früher habe ich mich an alles erinnert. An Dinge, die geschehen waren und die niemals passierten. Heute muss ich meine Erinnerungen auf diesen Seiten wiederfinden. In der Ferne sehen wir die Stadt. Alles, was wir hörten, scheint zu stimmen. Seattle ist eine Geisterstadt. Wir werden keinen friedlichen Ort finden, weil es keinen gibt. Es gab ihn früher nie. Da fehlen mir irgendwelche Buchstaben hier. Und heute erst recht nicht. Man kann sich was vormachen, wie dieser Professor oder meine Frau. Man kann daran glauben, aber sobald man ankommt, zeigt dir jemand, wo der Hammer hängt. Na. Limbo. Ja, das ist halt auch alles Sidescroller, ne? Mal gucken, wie viel Rätsel kommt, weil Limbo fand ich echt immer rätsellastig. 4. Juli. Eines der Mädchen ist heute gestorben. Die junge Carla hat in einem verlassenen Lagerhaus ihr Leben verloren. Und ich empfinde nichts mehr für sie. Ich spüre überhaupt nichts mehr. Trauer ist etwas, das mit dem Tod verschwindet. Mehr als 4 Monate sind seit dem Ausbruch dieser verdammten Krankheit vergangen und unsere kleine Welt zerstört alles. Hat. Kann ich lesen. Alles, was wir in dieser Welt gekannt haben, ist fort. 4 Monate, die Regeln der Natur und der menschlichen Wesen verändert haben. Und 4 Monate ohne meine Frau und meine Tochter. Es ist schwer weiterzumachen, wenn einem 4 Monate wie 4 Jahre vorkommen. Die Hoffnung ist noch schwerer am Leben zu erhalten. Ich werde sie an dem einzigen Ort suchen, an dem sie sein können. Heutzutage sterben sogar die jungen Menschen. Noch immer unerklärlich ist mir die Tatsache, dass einige weiterleben. Oder wie man diesen Zustand nennen will, in dem sie sich befinden. Wie sind die Überlebenden einer schwindenden Welt? Tja, manchmal zweifle ich und frage mich, sind wir am Leben oder sind wir ebenfalls tot? 2 Tage sind vergangen, seitdem wir auf der Suche nach unserer letzten Chance Seattle betreten haben. Heute ist der 4. Juli, ein besonderer Tag für die Amerikaner. Unabhängigkeitstag nennen sie ihn. Die Geburtsstunde der Nation. Wie dämlich. An eine Geburt zu denken. Niemand wird heute irgendwas feiern. Außer den Tod. Ei. Was? Badlands? Wie, was Badlands? Na, ich bin mal gespannt, was hier noch passiert so. Hoch da. Also ich will erstmal drüber springen. Ich will, ne, meinen Spaß hier haben mit den Viechern. Von der Kante fallen lassen. Oh krass, die werden auf jeden Fall von den Tönen angezogen, ne? Ach, da sitzt jemand. Kennt man doch gar nicht. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet R.T. Chase. Er wurde bestimmt verfolgt. Ich weiß nicht, das ist gerade ein bisschen nervig. Mit dem Tutorial. Will ich mich echt fallen lassen? Sie euch an, wie sie hier rumgieren. Wenn ich jetzt hier rüberspringe erstmal. Los, komm. Komm mich doch holen. Au. Ach, das dafür ist die Anzeige da oben links. Die blaue. Okay.
Ich bin mal gespannt, wie lange wir hier noch rumkrüppeln. Bis wir es erstmal drauf gehen, meine ich. Generator? Oder auch wieder was zum Schieben? Ich finde, man erkennt auf den ersten Blick gar nicht, wo man direkt hin soll. Halt. Ach ja. Was? Lute? Lute? Mit? Ja, gegengerannt. Ach ja, und Eva hat es ja gestern schon angedeutet. Ich werde auch morgen beim Stream nicht mit dabei sein. Ja, was hat der vor? Und dementsprechend wird es. Ach, es wird auch halt mit. Nee, Dienstag wird es auch keinen Stream geben bei mir, aber. Dafür dann am Mittwoch den Horror-Stream. Und ich denke, der wird was nett machen, auf jeden Fall. Landed it by Daylight. Oh Gott, so lange nicht mehr gespielt. Mal wieder. Schön sein. Ach so, die looten. Lagen die da rum? Konnte ich da effektiv ran? Was eine geile Rolle! Okay, ich glaube, zurück geht's erstmal nicht mehr. Diese Rolle. Irre. Bin begeistert. Er spielt sich echt angenehm. Also ich bin schon mal happy. Aber wirklich looten kann ich die, glaube ich, nicht. Ist leider nicht wie 7 Days. Das ist. Siehst du, Eve, eigentlich könntest du am Dienstag dann auch was machen. Du wirst schnell mit Tomb Raider fertig für Spyro und so. Ja. Es ist 4 Monate, der sieht aus wie der absolute Ekelpest hier. Ich weiß gar nicht, zählt das als tot? Ich glaube, das zählt als tot, oder? Oh Mann, ey. Ja, vor allem. Was habe ich denn schon groß gespielt? Ah, das geht doch. Jawoll. Aber die mit ihren ekeligen, roten, leuchtenden Augen, ey. Pfui, bäh. Ja. Tschüss. Nein! Oh Gott. Umschalt. Rip. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt Amerikaner ist, wenn der so abfällig gesprochen hatte. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Er macht irgendwie so einen russischen Eindruck auf mich. Ja, da hinten fahren sie weg. Ach, Mann, oh. Verspotten. Ah, ich habe sie gar nicht gesehen. Aber gut, gut, ich denke mal. Hihi. I run, so far away. Errungenschaft. Jetzt schon. Ach genau, ich habe beim ersten Brief ja auch gleich eine Errungenschaft bekommen, ne? Natürlich. Das Spiel schmeißt damit gerne um sich. Ist das? Knocking on Heaven's Door. Errungenschaft. Was habe ich gerade gesagt? Wartungstunnel. Oder was ist das? Halt. Da. Das Ende des Tunnels. Ben, Stella und Sam sind in dem Van entkommen, mit dem wir nach Seattle gefahren sind. Anscheinend muss ich das Versteck nun alleine erreichen. Durch diesen Wartungstunnel gelange ich zum Highway, der mich direkt in die Innenstadt bringen wird. Ja, wieso auch auf die Leute warten? Man kann irgendwas untersuchen und man hat noch eine Zeit dabei. Bin mal gespannt, ob ich das so finden werde. Ew. Mal gucken. Bestimmt eine Karte. It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now.
Kann man da reinspielen vielleicht? Jawoll. Irgendwann ein Projekt aus Informatik. Welches war denn das? Huch, jetzt habe ich verpeilt, was ich aufgehoben habe. Das musst du mir nochmal erklären. Was habt ihr da denn gemacht? Hä, was? Ah, da der 14. Mai. Oh, diese Seiten alle so wie verteilt hier. Überleben ist nicht immer leicht, besonders dann nicht, wenn es dunkel wird. Die Nächte wiederholen sich und unsere Reise scheint nie zu beginnen. Wir kommen langsam voran, klauen Sprit aus verlassenen Autos. Manchmal treffen wir auf Schatten. Dann wieder müssen wir uns ihnen stellen. Du musst ihn in den Kopf schießen. Das ist der einzige Rat, den uns Gott zum Überleben seiner Apokalypse der Toten, die auferstehen und weitergehen, gibt. Aber wenn sie wirklich nicht mehr leben, wieso wollen sie uns dann fressen? Jetzt hören die Albträume auch nach dem Aufwachen nicht auf. Wir hatten in einer verlassenen Scheune geschlafen, zusammen mit einigen Überlebenden aus Seattle. Die Zwillinge schliefen nicht. Sie waren draußen und schrien. Der Universitätsprofessor sollte draußen Wache halten, doch er war angegriffen worden, während er Wache hielt. Er hatte eine Bisswunde am Arm und blutete. Wir mussten die Gegend säubern. Später ist der Rothaarige, der Universitätsprofessor, vor unseren Augen verblutet und hat aufgehört zu atmen. Wir alle wussten, was passieren würde. Jeder einzige von uns. Ich musste ihn opfern. Krass. Ach ja, genau, mit diesem komischen, das war so ein, was war das, so eine Art Metal Guy? War das das nicht? Finde ich cool. Finde ich eine gute Idee. Ich habe auch aber letztes Mal wieder tatsächlich dran gedacht. Ich habe nicht sicher, ob das von euch war oder so. Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it to yourself. Mhm. So, Inferno begins hier. Ja, danke für die ganzen netten Hinweise. Guck mal, Eve. Sieht ähnlich aus wie bei unserer Base in 7 Days. Eine Seite aus dem Buch herausgerissen. Darauf steht ein Gedicht. Durch mich geht's ein zur Stadt der ewigen Qualen. Durch mich geht's ein zum wehevollen Schlund. Durch mich geht's ein zu der Verdammnis. Noch was? Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Hm. Hier Quatsch vor Groupies wegrennen. Na, das ist echt cool. Randall kann nicht schwimmen. Geh daher nicht ins tiefe Wasser. Ach, Randall! Heißt, ein bisschen Tränen. Also ich, vielleicht ist es wirklich wie bei Limbo so ein bisschen hier und da Rätseln. Und der ist ja eher dunkel gehalten. Klatsch. Ach du Scheiße, der ist so langsam. Es gibt doch die Idee, einfach den Bug, dass alle, dass die Figur bis in die Unendlichkeit geflogen ist, einfach als Feature. Also wenn du aber ein bestimmtes Item findest, gerne. Das ist dann bestimmt richtig geil. Das ist wie eine richtig fette Bierdose. Oh, da unten sitzen sie alle. Oh, nein, nein. Kann ich denen noch irgendwas machen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, können Zombies ertrinken? Das frage ich mich ja immer mal wieder. Also... Ja, mhm. Da wachen sie mich gerade auf. Wenn der Kopf keinen Sauerstoff mehr bekommt, stirbt das Hirn auch ab. Alter! Puh. Ist das fies, ey. Eine bestimmte Tastenkombi, die man zufällig trifft. Immer. Ja. Ich glaube, das ist... Das ist wie so ein Special Move oder so. Aber dann am besten nach vorne fliegen, so über die ganzen Map. Oh. Mir geht hier schon voll die Puste. Der Verbandskasten. Die finde ich ab und zu. Zum Glück gibt es mir gut und ich brauche nichts daraus. Das ist doch schön. Au. Oh Mann, ey.
Interstate, fünfte. According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Na gut. Das war knapp. Da will ich auch nicht runter. Oh ey. Naja, Zombies leben auch weiter, wenn man denen die Lunge rauspfeffert. Achso. Ja gut, stimmt, Organe sind es dann doch nicht. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we'd become. Bloody hell on earth. Safe Point. Ich erinnere mich gerade irgendwie an Left 4 Dead zurück. Müsste man eigentlich auch mal wieder spielen, finde ich. Könnte man mal wieder. Noch eins dieser verdammten Regierungsflugblätter. Quarantäne. Doch selbst all die Warnungen konnten sie nicht mehr retten. What? Hä? Willst du mich verarschen eigentlich? Drücken, um dich an Zäunen oder Fenstern umzudrehen. Wer wird denn jetzt so hoch, runter? Was macht der da? Hä? Der rennt einfach weg. Hä? Muss ich das verstehen gerade? Ich verstehe es mich nicht. Ich hoffe, dass auch die Dinger nicht zu sehr überdeckt werden, die Anzeigen. Weil man sieht ja gerade so noch irgendwie die Ausdauerbalken, aber das andere... Naja, ganz knapp könnt ihr das unten drunter erkennen, ne? Will ich nicht rein, da will ich wirklich nicht rein. Da will ich auch nicht rein! Lay your hands on me. Nanu? Na komm doch! Hat er gar nicht gehört? Nein! Boah, ist das fies! Oh, ist das dreckig. Ein Ausschnitt aus dem Seattle Reporter vom 21. Februar 1986. Vorsicht, die Sowjetunion ist im All. Darin geht es um diese Raumstation, die die Russen ins All geschossen haben. Jawohl. Das Graue ist das Leben von deinem Typen. Nee, das Blaue, was da ist, das ist... Also das Untere, was man sieht, ist so ein Ausdauerbalken. Also wenn ich hier hänge, geht der halt runter. Und darüber sieht man so ganz klein angedeutet, so drei kleine Striche. Das sind meine Lebenspünktchen noch. Ja, das Spiel hat mich echt genatzt. Salzschrottplatz. Ey, wie schnell hier die Dinger sich ändern, ne? Die Orte. I found a firefighter's axe. Krass. Thanks, buddy. Mach die alle kaputt damit. Oh, da oben. Ey, was macht der hier? Na komm, Randall. Randy. Da fahren sie. No time to waste. Um umgestürzte Gegner den Garaus zu machen. Ist kaputt. Aber wie funktioniert das nicht so? Another one plus... Oh, jetzt geht mir die auch sauer aus. Also ist nur was für kurze Dauer, ist nicht für immer. Man will ja die Axt nicht brauchen, so. Ach geil, ey, wie sie da rumeiern. Hm. Ich glaube, ich muss hier wirklich runter. Wupp.
Kinas. Aber die sehen halt auch irgendwie aus wie die bei Iron's Eyes. Also da waren da halt auch immer alle Leute in Schwarz mit richtig riesigen weißen leuchtenden Augen. Das war so creepy. Da musste man sich halt als Blinder zurechtfinden und hatte nur einen Hund dabei. Lydia? No. I must be tired. My mind is wandering. Ich finde das Spiel irgendwie großartig, ich weiß auch nicht. Das war gut gemacht. Was haben wir hier noch Schönes? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Verschwunden vor allem? Die waren da doch gar nicht. Wie kommt das da hin? Was ist das? 26. März. Den ganzen Morgen flogen die Hubschrauber. Verdammt, schon wieder. Das ist derselbe, der die ganze Nacht über dem Tal rumgeflogen ist. Offenbar kümmert sich das Militär endlich um das Problem. Sie senden eine Nachricht. Die Einwohner sollen am Nachmittag zum Flugplatz kommen. Sie sagen, wir müssten uns beeilen. Es sieht so aus, als will uns die Armee in ein sicheres Gebiet bringen. Dann ist die Stadt nicht länger sicher? Eine Kleinstadt, abgelegen und umgeben von einem tiefen Wald, geschützt durch die Berge. Ist nicht länger sicher? Was zum Teufel reden diese Leute denn da? Ich begreife das alles nicht. Hope, was für eine Ironie. Die Stadt ist zu einem Ort der ohne Hoffnung geworden. Ich muss etwas unternehmen, meine Familie ist in Gefahr. Was auch immer das ist, es ist in Kanada angekommen. Ja, das ist immer... Du weißt, wir sind in Kanada. Oh mein Gott. Mach dir was zu essen, genau. Uncanny Valley? Ach ja, okay. Ja, nee, das ist schon was anderes. Also, wie du schon meintest, so ein 2,5D Assassin's Creed eher. Nose! No, 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 nose! Whoop. Nein, 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 nein. Hein. Geil, ey. Dieses Spiel. Whoop. Ja, dafür ist es gut. Genau. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Irgendwie hat auch am Anfang schon was gesagt, dass Carla, die da lag, irgendwie scheinbar irgendwas bedeutet hatte und dann, als sie tot war, nicht mehr. Also, dass er da sie ganz kalt erschießen konnte. Trotzdem hat er sich eine Locke mitgenommen. Hat er innerhalb von 4 Monaten erstmal eine Beziehung wieder angefangen hier? Wenn seine Frau weg ist, geht gar nicht. Was hast du hier? Eine 100-Dollar-Note mit einer Karikatur von Benjamin Franklin. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert. Aber die Zeichnung auf dem Gesicht ist witzig. So ein kleines Teufelchen drauf gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hä? Soll ich da drüber springen etwa? So schon mal nicht, mein Freund. Warte, dann bestimmt ordentlich Anlauf. Ja, Jumpa! Run, run! Wow. Oh Gott! Shit! Randall! Shit, there's too many of them! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gleich reingesprungen, die Alte. Was hast du hier noch? Ausweis eines Fremden. J.W. Gacy. Oh Gott, ey. Mann, was? Bleib mal liegen. Oh Gott, ey. Ist ja witzig. Mann, was? Ja. Wir gehen weiter nach oben, springt man da aus. Bestimmt sinnvoller. Da! Gut, jetzt ist sie auch weg. Ist okay. Wie komme ich denn jetzt nach oben? Alter, der macht mir so eine Angst hier. Weil hier schon rumspringt wie der Rambo des Jahrhunderts. Jetzt. Damn stupid shadows. Naja, Schatten, ey. Wegen Schatten. Kann ich hier nichts machen? Jawohl, ja. Vielleicht ist da hinten auf der anderen Seite ja noch was. Ist das so ein Verbandskasten? Ja, schön. Genau.
Jemand. Nein! Nein! Na komm, ja. Ich will ja da unbedingt rein. Oh, krass, nein. Oh, schön. Maximaler Ausdauer erhöht. Der hat irgendwie scheinbar einen Energy Drink dabei gehabt. Oh, krass. Oh, dir. Hat sich's gelohnt? Aber da komme ich natürlich nicht hoch. Oh Gott, ey, diese Zombies. I can hear something. What? I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Weighs a ton! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenter's? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave digger's. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. Tja, wer mit den Toten spielt, würde ich sagen. What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Ich glaube, die waren einfach nur durchgedreht. Was ist eklig, ey. In Klaus Taschentuch, darauf steht etwas geschrieben. Das neue Gesetz. Achso, kann ich gar nicht hauen. Hihi. Oh nein. Die Blitze sehen aber auch aus, ey. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Spiel? Komm klar. Was ist los? Das wäre jetzt auch so blöd aus. Mal gucken. War nicht ganz so. Ja klar. Hey, da schlag doch das Ding. Und die alte gleich mit. Sehr schön. Keine Leben verbraucht, ja. Krankenwagen. Oh Mann, ey. Ich krieg richtig Bock momentan hier so tatsächlich auch so Dead Island und sowas zu spielen. Ja gut, dann das halt. Du darfst auch. Steh am Zaun und guck rüber. Ist mir egal, was du machst. Oh, ach, das ist so zum Gegenrennen, ne? Da lag auch nichts auf dem Dach. Okay, gut, gut. Will ich eigentlich ungern irgendwas verpassen, aber wenn es so ist, dann naja. Dann springen wir halt in die Luft und freuen uns. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Ja. Der fadet einfach das mit dem Springen richtig. Können auch nach oben. Ich glaube, ich habe schon verkackt, ne? Ach, Mann, oh. Nein, nein, ich verkackt. Das war's. Oh, oh. Das sieht aber sehr sicher aus hier.
schön alle liegen. Oh Gott, ey. Ach Mist, völlig umsonst. Ah, nein, 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 nein. Oh, das tut schon weh beim Hinsehen. Oh, Mano, fies. Wieder aufgestanden oder so? Nein, natürlich nicht. Ah, dann springen wir hoch von uns. So, runter. Hier. Hoch. Da, jawohl. Jetzt können wir auch den anderen Schalter betätigen. So geht das Tor jetzt auf. Muss ich das verstehen? Ach, natürlich, wir können den Klotz benutzen. Ach, alles klar. Ich glaube, dann war das auch gar nicht vorgesehen, dass man da gleich hochkommt. Man hätte es vielleicht tatsächlich durch Springen schaffen können, glaube ich, mit diesem Weitsprung. Ah, ja. Ja, Eve. Ja. Da. Also völlig offen. Hey, Spiel, komm klar. Ah. Da rummelt einer so einmal über den ganzen Desktop hier und schon will es nicht mehr laden, ja. Wollen wir da rein? Ich glaube, da wollen wir rein, oder? Aber ganz schnell. Naja, Ausweis. Mhm. Ja, nett, 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 nett. Wieso komme ich nicht mehr hoch? Volle Kanüle Rinnierand einfach nur. Hä? Wieso wollte er nicht? Ich habe mich schon vorher gefragt, ob ich rein wollte oder nicht. Eve, ganz ehrlich, ich kann dir das auch nicht erklären, warum du es immer noch schreiben möchtest. Hat er das Ding jetzt oder hat er es nicht? Ich schon wieder verkackt. Ach, der hat das jetzt da! Jetzt hat er das doch! Mann! Okay, also theoretisch könnte ich hochspringen, wenn ich dann einfach nur springen würde, anstatt die Richtung noch mitzubewegen. Das ist halt wieder der Fehler, ne? Man darf nur springen, nichts anderes. Aber er hat es eingesammelt. Toll, ich bin begeistert. Dann war der Tod absolut für umsonst. Nein! Das auch. Ah! What? Okay. Merk schon, das Spiel hat mich ganz doll lieb hier. Da ist wieder dieses Pentagramm. Oh. Aua. Was soll ich drücken? Plopp. Runtergefallen. Ein Blatt mit einer handgemalten Karte, auf der der Weg zum Versteck eingezeichnet ist. Darauf sind einige Straßen in Seattle sowie die Position des Verstecks markiert. Aber das Ganze ist ziemlich unverständlich. Ja, das ist ein so ein Pfeil, das ist doch. Ja, genau, irgendwie so ein Wandsprung. Mal gucken. Bin aber gerade völlig verwirrt, wie das gehen soll. Rechts oder links? Mehr gibt's ja nicht. Ich ging einen Wandsprung. Drück vor dem Auftreffen auf der Wand erneut. Springe ich einfach nur noch random. Einfach. Ganz normal, sich keine Platte drüber machen, funktioniert immer am besten. Er ist wieder da, bitte essen. Der hat einen guten Hunger. Miau. Hallo. Oh. Ich wollte nicht springen.
Spiel? Gemüsepfanne, oh geil. Schon Angst, dass du irgendwie wieder Sushi bekommen hast oder so. Bin ich langsam neidisch geworden. Ja, bin ich irgendwie so blöd hier? Jetzt renn! Ach so, weil ich ja auch immer von dem Ding springen möchte. Aber ich muss ja von der Wand, also von dem Dach direkt springen. Das heißt, hier ist Schluss. Ah, Sushi war gestern. Oh nein. Natürlich, LT. Werde ich bestimmt dran denken. Nicht. Au. Das tat dem Spiel nicht gut. Das tut irgendwie, weiß nicht. Also, dem PC tut es nicht gut, ja. Das Spiel hier. Oh, eh. Da liegt bestimmt jemand tot rum. Musikbox. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? Jetzt auf einmal, jetzt nach 4 Monaten muss er auf einmal sie suchen? Was ist da passiert? A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal from death. Also sind die doch die Bösen hier. Immer diese bösen Menschen. Eine Musikbox, die erinnert mich an meine Vergangenheit, an eine vergessene Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter. Nope, nope, nope. Hallo. Someone took care of them, the quick way. Ach, ich kann da hoch. Another one of those graffitis. There's one on almost every corner. Dogs pee. Na, es ist so ein kranker Scheiß hier manchmal. Oh Gott, ey. Nein! Ich habe echt nicht gedacht, dass ich gerade festgehalten hätte. Ich finde auch die Bilder voll geil, die Ladedinger. Dass er sich irgendwie diesen Sprung, dass er die schafft, das sieht schon so falsch aus. Aber vielen Dank, Eve, wie immer, ne? Ach, heilen muss ich ja nicht, bin ja erst gestorben. Das hier sieht verschlossen aus. Was? In the Army, now. Ja, schon wieder Errungen geschafft. Ich habe den 38er gefunden. The days of wasting bullets have passed. Okay, Sean, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Hm. Also, ich mach mich mal wieder hin hier. 30er knacken, ich weiß nicht. Eigentlich, es kann ja nur schwieriger werden, denke ich mal, ne? What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you'll have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Mit B oder was? Jetzt sagen sie ems nichts. Hallo? Ich kann mich daran festhalten. Könnt ihr das auch? Munition, erst mal vollballern. Wieso kommt jetzt kein Hinweis, wie ich schießen soll? Hallo? Was? Laut und wenig Muni. Wird auf jeden ein toller Trip. Was laut? Meinst die Knarre? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding auszurüsten habe. Was ist das der 10-Status? 2 von 3 Sachen gefunden und 0 von 1? 5 Minuten? Checkpoint Charlie. Achso, da sind wir jetzt wieder neu. All die Tragödien, die ich unterwegs gesehen habe, gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.
So viele Leben wurden ausgelöscht und an die Armeen der Toten verloren. Ich höre ständig die Radionachricht der Überlebenden. Die Nachricht über das Versteck. Wer noch am Leben ist, wird dorthin gehen. Und das gilt auch für meine Familie. Der macht manchmal immer nur so diesen einen Ü-Punkt und dann sehe ich das denn nicht. Und dann ist für mich alles falsch. Ey. Ich hab keine Ahnung. Wie geht das? Haben wir irgendwo... Nee, ich... Oder doch? Hinweise an. Ich hätte gerne einen Hinweis. Irgendeine Kombi oder so? Muss ich das noch ausrüsten? Ah! Und nee, oder? Der linke Joystick. Und dann kann ich hier. Guckt euch das an. Ist das nicht die Dose? Das ist die Dose, würde ich sagen, ne? Das Kasten ist das. Kid, I like your style. Well, let's think of something hard. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Ich glaube, das geht aber halt einfach intuitiv mit der Maus? Nee, keine Ahnung. Twin-Shot-Shooter, das ist abartig. Könnte ich jetzt schießen? So. Nicht getroffen. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Yeah. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Always in the head. Alles klar. Ja, geil. Wup, 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 wup. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich die so benutzen möchte. Ein bisschen mehr Munition? Ja. Geil, also ein bisschen das... Ja, lass wegschießen. Typisch, ne? Na. Put, 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 put. Put, put. Es geht gar nicht gerade. Ah, sehr schön. Eieiei. So. Ist da ganz oben geschafft. In pursuit of a white van in the center of Seattle. Our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van, Charlie White. That's Parker's motorhome. Unsere Freunde. Geht gar nicht. Was fällt ihnen ein? Rest in peace. Ich will hier in Ruhe looten, ja? Kugeln. Wie, ihr lebt noch? Ja, lol. Hey! Goodbye, Stranger, bitte. Okay, also ich muss jeden Schuss einzeln nachladen trotzdem. Was ist jetzt los? Wieso wollten wir jetzt unbedingt auf den Sack gehen? Achso, ich muss da unten drunter durch. Also Ziel muss ich noch lernen. Nachladen auch. Mehr Muni? Also wenn ihr weiterhin so beglücken damit... Ach nee, First Aid. Bin ich auch okay. What war der jetzt schnell unterwegs hier? That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Okay, nachladen kann ich während des Glitterns leider nicht. Das finde ich auch zu geil. Der Ausweis eines Fremden. O.L. Tool. Also bestimmt wieder Collectibles hier.
Cut. Was ist das? Hä? Wieso? Wieso macht man sowas? That water tower looks weak. I could tackle it down. Ja, dann. Aua, mein Bild. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Ganz schnell raus hier. Uiuiuiui. Und wer kommt da? Nee, ich mach das immer falsch hier. So. Sieht schon nicht mehr so schön aus mit der Munition. Aber zumindest lassen die in Ruhe. Also kann man noch ein bisschen besser machen mit dem Schießen. Könnte man. Aber ich bin ja ich. Ich kann nicht schießen, ich kann nicht zielen. Ich bin froh, wenn ich überlebe. Und nicht zu viel übersehe. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Daran werden die Behörden vor den andauernden Drogen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Geil. Bestimmt ein ganz netter. Nein! Absolut unnötig, wenn man nichts sieht hier, ne? Oh. Geil. Dass der aus dem dritten Stock war? Wie, du bist hier noch? Na, ich gehe jetzt. Hat der irgendwie aus dem Fenster gefallen und runter die Straße. Aber hoch kommt hier zum Glück nicht. I kill you, Freaks. I kill you. So, eine haben wir noch zum... Also ich würde sagen, schon zwei Schuss gerade verbraucht. Verschwendet, um genau zu sein. Ich hab eine Feuerwehraxt. Hey. Ich bin zu klein. Ist der auf irgendwas zielen oder so vielleicht? Ich sehe halt gar nichts, ne? Wenn meine Pistole nicht helfen kann. Wenn ich auch zu klein bin. Was dann? So bestimmt falschen Weg gegangen oder so. Wieso ist das so fancy blau? Ach Mann. Das ist ein Mist aber auch hier. Hä? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Also es sieht aus wie so ein Schal, der da hängt, aber ich komme da ja nicht ran. Der springt hier immer nur über dieses blöde Ding rüber. Ich kann das Brett nicht kaputt haben. Wieso kann ich das nicht? Seht mal, wie klein er ist. Hm? Mano, lass mich da ran. Ich muss das nicht abschießen, oder? Ich weiß gerade echt nicht. Und wieder runter. Habt ihr irgendeine Idee gerade? Also ich denke schon, dass ich da irgendwie durch muss, um die Plattform da auf jeden Fall runterzuhauen. Aber ich kann die doch nicht zerschießen. Schuss verschwendet. Ich kann auch nicht springen und schlagen. Ach so, meinst du, dass es solche Bretter sind? Natürlich blöd. Er springt da so fancy gegen. Ach so, natürlich macht ja auch Sinn, oder? Mit diesen... Wartet mal.
Oh, jetzt hängt er dran. Danke. Ja, dich hätte ich noch gesehen. So. Ja, Kugeln. Ich mal. Rein damit. Aber it seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Hallo, Leute! Helft mal mit! Oh, solch dicken, trägen, alten Amerikaner, ey. Ja. Das Bild wackelt. Na, lass ich ihn hängen. Ich muss halt echt aufpassen, dass sie nicht auf mich drauf fallen. Obwohl, nee, die sind weg. Die sind weg. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Nee. Komm bitte, ich will gar nichts drücken. Ja, ich wollte mich nur umdrehen. Na sicher. Ich kann aber nicht hinsehen. Das ist trotzdem tausendmal besser als Assassin's Creed in hier 2,5D oder sowas. Ein Testament geschrieben von einem der Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boiler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn zu töten. Nein! Und wieder hoch. Ich könnte schwören, dass es da noch irgendwas gibt. Ja. Oh Gott, ey, manchmal die Sprünge. Achso, ich muss mich gerade nicht abholen. Chasing my friends. Let's go, quick. My friends are in danger. Da haben sie uns doch Paket da gelassen. Ah, ich hab mich nicht getraut. Muss ich denn, kann ich das nicht irgendwie abstellen? Hm. Einfach nur sowas verloren. Nein, was machst du? Was hat der getan? Wieso hat er das getan? Hm. Bein gebrochen, würde ich sagen. Ach Gott, ey. Nein. Doch. Ich wette, da hinten liegt doch was, aber... Ach komm, wir gucken mal nach. Lief gerade viel zu gut. Mehr Glück als Verstand schon wieder. Ja. Kugeln. Die wussten bestimmt, dass man da runterfällt. Was haben die doch gerochen? Hier in dem Müll? Ach. Nein! Ich noch hoch. Oh Gott, ey, dieses Spiel. Was? Was ist? Was? Es gab gerade einen Cut oder was? Ich komme wieder hoch. Ah. Ich versuche es auch mal so. Es muss ja irgendwie oder nach hinten springen. Hey, jetzt. Hey, dieses Spiel. Das ist so schön. Trotzdem immer zwei Schüsse, ist nicht gut.
klar. Au! Vergegen geklatscht. Oh, geil. Ja, das Spiel betreut mich ein bisschen. So. Aber es ist okay, ich merke es immer noch. Ich hoffe, es ist nicht so wie bei White Knight. Warum hier? Warum hier? Wo man dann plötzlich irgendwie den bescheuertsten Klitsch des Jahres bekommt. Das ist besser. Muss man halt auch erstmal üben, ne? Cool, geschafft. Ich muss keinen Wandsprung machen, oder? Nein. Ich finde schön, wie das einfach leise wird. Das ist so. Ist okay. Du hast verkackt. Du bist tot. Du kannst jetzt eigentlich nach Hause gehen. Das ist endlich wie bei Anniversary. Ja, nee, guck mal, wir sind ja schon wieder ein Stückchen vorgekommen. Also voran. Kann ich nicht mehr. Ich wollte gerade noch sagen, wir müssen nur aufpassen, wie weit wir es jetzt schieben. Hier scheint es noch zu funktionieren und dann war er tot. Ich wollte es eigentlich auch zurückziehen. Ist okay. Ist okay. Dann vielleicht knacken wir ja noch die 30, wie du schon meintest. Das wird man hinkriegen. Nur die Frage, wie wir es jetzt machen. Genau. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Ganz ehrlich, warum nicht? Barrikaden, um Türen zu blockieren und türgelegene Stellen zu erreichen. That sounds like a car. What the hell is happening out there? Nein. That's gunfire. Charlie Delta Oscar, requesting survivor transfer. One target down. Postkarte mit Bild des Eiffelturms. Eine Frau hat ihrer Schwester aus Frankreich geschrieben. Das war vor langer Zeit, bevor man von der anderen Seite des Ozeans von der Katastrophe gehört hatte. Okay. Aber ja, das war der Van von unseren Kumpels, ne? Der Hubschrauber ist schon wieder hier. Ich krieg doch ein paar Boni. Da hinten. Ich meine, wenn ich sie jetzt töte, stürzt später keiner mehr. Direkt vor der Tür? Guck mal, was denn, wenn sie gerade hier sind? So. Also zum Glück hat man gerade dieses Knacken gehört gehabt. Das war schon so, hey, pass auf, deine Muni ist gleich alle. Und dann wenn nochmal knacken und dann war es vorbei mit der Muni. News! Was? Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying.
Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women, children, my family. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that safe point. Oh, news. Sam's dead. Ach, Mann. Oh, die kommen gleich rein. Hat er noch was? Bisschen fies, aber... Das ist die Dienstmarke von Sam, einem alten, traurigen Cop der Stadt Vancouver. Ach, Yves, müssen wir den anderen immer jetzt schriftlich Bescheid geben? Irgendwie lassen sie sich nicht mehr klicken hier. Ah, tada. Fernseher läuft noch. Kann ich aber nichts mit anfangen. Und dann triftig Bescheid geben. Ist gemeint. Ja, weil Bergi irgendwie letztens auch wieder tatsächlich keine Benachrichtigung bekommen hat oder sowas. Komm ich gleich durch? Achso, warte mal. Haha! Ich muss noch ausnutzen hier. Achso. Ja, irgendwie. I can't continue until the number that opens the combination is found. Hat der uns gerade eine Zahl genannt im Fernseher? Ich bitte, bitte nicht. Das Bild eines Paares, sie sehen glücklich aus. Darunter einige Zeilen. 1212. Auf der anderen Seite steht was geschrieben. Erinnerst du dich noch an diesen Urlaub? Schatz, in Liebe, Lou. Ach Lou, muss ich auch mal wieder essen gehen. Bester, billigster Chinese überhaupt. Bei Lu. It's open. Fortunately, it was the same number that was in the photo. Ja, jetzt kommen sie ja auch. Gut gemacht. Das macht mir schon wieder Sorgen. Sind jetzt alle runter? Das dauert so ein bisschen, ne? Oh nö, es war so klar. Die haben ihren Weg gefunden, auf jeden Fall. Zeit für mich zu gehen. Gut, dass das immer wieder sagt, aber es sah gerade auch schon einfach so aus. Nachladen. Ich weiß, dass ich gerade alles verpasse. Oh. Los. Oh Gott, ey. Ich sag ja, mehr Glück als Verstand. Moni. Oh, Verbandskasten, so ein Mist. Ich glaube, was hat er gesagt? Ach cool. Das wird Spaß. Shit. The end of the line. Nobody knows when the end will come. Until it's too late.
Was? Was war das denn bitte? Da weggezogen. Guck mal hier, Hope. Hope Festival. Maple Syrup Festival. Ach, geil. I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something. Or if I'm running to something. Die Leute sehen alle gleich aus. Then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there, waiting for me. And that's when I wake up. Is there anybody there? Schon wieder Errungenschaft. Now's not the time for a poor man to walk here alone. Have you got a screw loose? Let me see that blood. Bites? Bites? Alter. Hätte er mich hier nicht reingezogen, wärst du... It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine, it's fine. The rat knows. The rat smells it. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go, this place isn't safe. Follow me. Ja, also ich glaube, der hat das vorhin auch schon gesagt, dass ich denke mal, er kommt wirklich aus Hope. Weil er meinte ja von so, blöder Witz und so. Aber, ja, dann ist er Kanadier, okay. Zumindest hatte der vorher gewohnt, nehme ich mal an. Ratte hat dir deine Waffe abgenommen. Dieses Traurige da hinten. Alter. A homemade trap. Aua! It has a similar mechanism to the poacher's traps that I used to find in Hope's forests. Was war das? Bitte nicht in mein Gesicht. Welcome. I'm Harold the Rat, and this is my labyrinth. Don't believe your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Ist ja cool. Rattes Labyrinth, der Arsch. You have to earn the right to finish. Da hat er hier nichts Besseres zu tun in seinem Leben, außer irgendwie they will kill you if you're not smart, Mr. Wayne. Fallen zu bauen. Sieht jetzt schon einfach tödlich aus. Ich will hier nicht rüber. Wie, was hat er gesagt? War das ein Arm? Ja, ich glaube schon. Irgendwie Arm oder Bein oder irgendwie sowas. Ja, was hat der Samson uns da ins Gesicht geschmissen? Ich hab doch gerade gesagt, ich will da nicht hin. Komm, Higgestecker, Happa, Happa. Komm zu Papa. Nein. Doch. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin will. Ach, ich will da oben rauf, oder? Nein. Die Kamera ist hier richtig fies. Hast du mehr Ansprung? Na doch, geht doch. Also wie gesagt, manchmal träumt mich das Spiel einfach. Nein. Reiche, reiche. Ja, Eve, 30. Komm, wie weit sind wir denn jetzt? Ach, krieg mal hin, locker. Kannst du gleich hochsetzen. Ach, danke. Die kennen ihre Schäfchen hier. Ihre Pappenheimer. Wie in Seven Days. Ja. Aber ich renne ja nicht rein, ich baue ja die Fallen selber. How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. I will unravel the mysteries of this land. Naja. Das mit der Ratte kommt mir gerade voll bekannt vor, irgendwie, mit der sich immer selbst so nennt. Nein, nein, sollst du nicht. Zu Angeline. Nicht gedacht, dass ich die Kiste wegziehe. Hat er sich geirrt?
Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Ja. Am 28. Januar. Über der Sack. Ich träumte von zwei Katzen, die spielen und sich in einem Koffer verstecken. Sie sitzen darin fest und bekommen das Tageslicht nie wieder zu Gesicht. Sie ersticken. Alter, mein Gott! Ich trage eine schwere blutige Last auf meinen Schultern. Taschen voller Ungeziefer aus dem Wald. Und tote Katzen in meinem Gepäck. Alter! Wieso träumt ihr so einen Scheiß? So einen kranken Mist? Hä, willst du jetzt nicht hoch oder kannst du nicht hoch? Randall! Was ist denn jetzt dein Problem hier gerade? Ich versteh's nicht. Ist es daran direkt? Hä? Ja, ich denke mal, das kann man gut darauf beziehen, dass er vielleicht irgendwie seine Frau und seine Tochter dann tot gesehen hat. There is no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Ja, Kanalisation und so. Und jetzt? Auf. Okay, die können dann auch fressen. Das geht auch. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own. Oh. Voll der Typ umgeboxt. Nein, geh runter. Bleib da hinten liegen. Geil. Ah, der aber gefällt mir. Ich hab echt noch meinen Spaß hier dran. Siehst du, bei Tomb Raider? Diese Verbandskasten kriegen wir auch gleich hinterhergeworfen. Nein! Das war zu viel. Das war zu viel. Hab ich doch gerade gesagt. Ach. Ach. Den über? Nee, hab ich. Jetzt vorsichtig und langsam die richtige Taste drücken. Oh nein, die darf ich trotzdem nicht reinrennen. Dachte, wenn ich ganz schnell rüberrenne, sterbe ich vielleicht ein bisschen später. Kriegen wir voll. Komm. Das ist eine Zeichnung von den blöden Dingern rangemalt. Aber ich habe halt auch gar keine. Ich sollte einfach nur drüber springen. Ich voll Depo. Kommt ihr noch hinterher? Also gut, danke, Chris. Ich hätte echt gleich weiterspringen sollen, glaube ich. Ich kann doch ganz oft sterben. Ich bestimmt mal einmal weg und dann sowas. Aloha, John. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Weiter springen sollen. Warum höre ich immer auf mit springen? Ich glaube, das ist so der Fehler. Jetzt doch mal. Ganz anständig diesmal. Sehr schön. Ja, mir geht's auch gut. Nein! Wie war das voll mit den Nüssen in die Spitzen rennen? Ich hab's geschafft, ne? Ich bin rübergekommen. Ja, genau. So soll das aussehen. So, und hier hängt ein Seil. Sah böse aus. Hey! You're doing very well. Follow the directions. They'll take you to the end. Los, Randall. Nee, Ratte. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt hier. Ah, danke.
Virgil will be your guide. Ach genau, und apropos Virgil, also ich denke mal, wenn nichts dazwischen kommt, fangen wir diesen Donnerstag dann auch an mit Devil May Cry. Noch eine Seite aus dem Dichtband gerissen wurde, die ich im Wartungstunnel gefunden habe. Ein Windstoß fuhr aus den betränten Auen. Es blitzt ein rotes Licht. Das jeden Sinn und weg ist es. Danke. Einfach danke. Das bricht doch gleich alles zusammen hier. Ich habe die Schleuder gefunden. Okay, cool. Ah. Ich finde trotzdem, das ist tausendmal besser als dieses Assassin's Creed-Ding. Hopp. Das allererste. Wir fangen ganz vorne an. Save my life just to kill me? Is this some kind of test? You're doing very well, my friend. Not everyone gets this far. It's always difficult to stay on your feet and stay alive. Even more so these days. Wait. I need to find my friends. One of them was murdered on the way to the safe point. Er lacht einfach und rennt weg. Ja, interessiert ihn nicht. Ist ihm scheißegal. Ach, der Sammler. Okay, diese Tunnel sind unglaublich. Der Penner hat sie verändert. Er muss verrückt sein, aber er hat sich hier unten ein Königreich errichtet. Ich hätte das nicht getan, aber er hat eine Festung in einer Welt geschaffen, in der es kaum noch Sicherheit gibt. Und darauf kommt es doch letzten Endes an. Auf die Entscheidungen, die wir treffen. Sie sagen etwas über uns aus. Einige beschließen, sich zu verstecken. Sachen, was kann ich denn hier? Zack. Das hätte mich treffen können. Okay. Ja, also Devil May Cry habe ich ja auch ganz gerne, würde ich mir auch ganz gerne den neuen Teil dann irgendwann holen, wenn der dann, ich glaube, ist er schon draußen? Ich glaube, er ist noch nicht draußen, aber ich glaube, er ist halt bald draußen. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Und ja, ich will die dann halt auch spielen. Deswegen, ich muss nochmal alles durchspielen, weil ich habe, glaube ich, den ersten halt nie gespielt. Den ersten Devil May Cry Teil. Und den zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber 3 und 4 auf jeden Fall. Und das ist trotzdem schon alles lange, lange her. Den können wir es ja gleich zusammenspielen. Lol, abrollen hat ja so null funktioniert gerade. Guck mal, wie er rollt. Es ist halt nur noch die Frage, ob ich denn auf Light spiele, aber ich will das eigentlich nicht auf Light spielen. Ja, jetzt ging's doch. Schön. Nein! Oh Gott. Also ich will es halt nicht auf Light spielen, aber... Es ist halt immer nur so, du rennst halt rum, prügelt sich halt durch, ist halt Hack and Slash, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht. Einfach nur, dass man schneller durchkommt, wenn man ein paar weniger Gegner hat. Aber ich glaube, ich werde es tatsächlich auf normal spielen, einfach um mir selber die Challenge so ein bisschen zu geben. Und dann wird es über Tomb Raider bei Eve. Kurz am Ende so. Kommt man nicht mehr vorbei an den Leuten. Was hat der hier gebastelt? Das sind Fallen, die nach unten gehen. Das heißt, es ist so eine kleine Warnung hier einfach. Guck mal, das ist so eine Falle. Ist aber cool gemacht eigentlich. Man hat es so ein bisschen gesehen, aber... Man kann es verhindern. Und wo gehe ich jetzt runter? Großes Update bei 7 Days. Ach so, das Update. Nein! Oh! Oh! Stirb schneller, bitte. Oh, war das eklig. Oh. Da direkt, ich hab's direkt gespürt, ey, Mann. Und ich steh mal wieder hier. Nein! Mein Arsch! Okay, ich glaube, mit dem runterhängen lassen ist sinnvoller. Machst du gut, Eve.
fies, dieses Game. Einfach fies. Das war eigentlich noch das Einfache hier. Hä? Ich glaub, soll ich irgendwo hinschießen? Ich darf aufhören, irgendwo random hinzuspringen mit Randall. Hallo? Ohne Arsch kann man doch noch leben. Ja, ja, aber... Was? Die Finger bleiben ganz? Ja, das ist kein Problem. Das sind nur Finger. Versuch's gar nicht erst. Den Typen pfeifen. Ach, meinst du? Mein Hintern. Ich dachte, der wäre jetzt weggerannt und dass er erstmal wirklich weg ist, aber gute Idee. Ja, nein, irgendwie nicht. Wohin pfeffern? Wo hat er überhaupt die Steine her hier? Ja, diese ganzen Seile. Ich weiß nicht, vielleicht doch nach da unten? Ja, doch. Denke schon. Ich dachte, das kommt ja später, von der anderen Seite. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gesehen hätte, ne? Oh, geil. You want to go back outside? Right now? No, 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 Mr. Wayne. Now is not the time. Randall, mach Brett auf. Als ob der mich hier irgendwie trainieren möchte. Oh, kein Parcourskampf hier. Nein! Haben wir auch mal den Wassertod gesehen. Ist doch schön. Er kann halt nicht schwimmen. Ne? Er stirbt und er trinkt instant. Zusammenreißen hier. 31 Tode. Ich wollte den Counter eigentlich nicht so schnell hochkriegen. Mach einfach. Nö, reicht nicht. Hä? Ist wie verwirrt. Batman muss ja auch seine Angst bekämpfen. Aquaman? Wie? Ha. You wanna go back outside? Right now? Kann man doch irgendwas machen? Mach das Brett runter. Ich muss noch ein bisschen länger warten oder nochmal pfeifen oder sowas. Achso, weil er nicht schwimmen kann. Hm. Randall! Ratte! Kommen wir da? Schmeiß dich gleich ab. Komm zurück. So, kann ich das schaffen überhaupt? Aber keinen Sinn. Schau ich doch niemals. Das Spiel ist für mich einfach nur verarschen. Meine Waffen zurück. Good, good. You did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time. A very long time the rat's been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rat smelled it. Them, the rats, they were already fleeing, you know? Come with me, it's safe here. Einfach wahnsinnig, der Junge. Mich drehen. Könnt ihr das auch? Im Kreis? Mit dem Daumen? Okay, also gut, das erklärt natürlich einiges, wenn er hier auf jeden Fall vorher gewohnt hat, bevor alles den Bach runterging. When times change, men must change, Mr. Wayne. The rat knew the world would end sooner or later, so I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home, and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The
rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you, I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Take what you need before you continue. Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much of an appetite. Land down under. Fuck, der Alter. Haha! Was? Gib mir das! Ich brauch das! Können wir das so runterschießen? Einfach. Leben verlängern? Nee, eine Ehrenmedaille von Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser verrückte alte Mann war vor langer Zeit ein Kriegsheld. Ja, kein Wunder, der hat es halt auch irgendwie auch schon gerochen. Too many books in your head can make you sick, you know that old man. Brauche ich bestimmt nicht, oder? Dass der mich irgendwie ein bisschen verlängert. Ein Polaroid mit dem Bild eines Jungen, dem Sohn der Ratte. Im Teenageralter waren wir doch alle irgendwie Rebellen. Wieso hat der hier ein Foto? How long has it been since you looked outside, Mr. Wayne, to make order out of chaos? Der Alte ist einfach nicht mehr ganz dicht. I must tell you, if that's what they do, chaos is winning by a mile. Der hat ja auch überall die Leute hängen. Aber das interessiert mich hier nicht. Oh. Komm schon. Ein Foto eines jungen Soldaten, der mit seinem Gewehr mitten in im tropischen Dschungel steht. Das Bild ist schon verblasst, aber die Schrift kann man noch lesen. Da Nang 68. Was ist mit der Kiste hoch? Meine Pistole zurück. Down here life will begin. Below the circles of hell. Below the moving plague of death. Within the labyrinth, paradise. Das da oben. But that will be the future, Mr. Wayne. Ah! Das ist mal gegenhauen. No, mach das nicht! Ugh. Voll bereut gerade. Ich hab's wirklich, gerade in dem Moment, wo ich geschossen hatte, habe ich so gedacht, Moment. Was, wenn du einfach die Kiste vergessen hast und nochmal nach unten musst? Wieso passiert mir das nur? Hup. Schaffst du? Nur nicht zu weit. So, das können wir so mit aufmachen, denke ich. Und dann nochmal für die anderen Seite. Vielleicht guckt Eve auch mal irgendwann demnächst nach, wie lang das Spiel überhaupt geht. Weil ich habe echt absolut gar keine Vorstellung. Nicht, dass wir das jetzt heute theoretisch schon durchspielen könnten. Keine Ahnung, wenn das jetzt 4 Stunden dauert, aber die Zeit habe ich halt einfach nicht. Nee, mach mal nicht. Weil dann würde ich lieber sagen, dass wir ein bisschen weniger Zeit investieren. Also vielleicht nur bis 8 tatsächlich.
Das wird dann beim nächsten Mal alles komplett machen. Ich habe, wie gesagt, gerade keine Ahnung, wie lange das Spiel wird. Natürlich auch blöd. Ich will erstmal das Ding einrennen. Brauche ich gerade die Kiste nicht für. Und mach rennen. Ja. Eine alte Illustration der neuen Kreise der Hölle aus Dantes Göttliche Komödie. Anscheinend hat der Klassiker den Rattenmann beim Bau seiner Zuflucht als Inspiration gedient. Och, nö. Oh, das ist fies. Komme ich nicht mehr nach oben jetzt? Doch. Doch, doch, doch. So. Geht ja doch. Die Frage, geht das jetzt oder geht das nicht? Na komm. Okay, wir müssen also die Kiste direkt reintroppen. Das Spiel dauert. Ja, Chris, dann machst du das eben. Kein Problem. Ich bin bestimmt wieder beschäftigt. Im Wilden Westen. Oder bei Seven Days irgendwie, die schon wieder im Bastelmodus. If you need my help, you just need to call me, Mr. Wayne. I will help you stay on the path through my personal hell. Das war der Gute. Bist du doch gerade dabei. Oh. Okay, 2 bis 4 Stunden. Das ist genau das, was ich befürchtet habe gerade irgendwie. Weil ich glaube nur noch meine halbe Stunde aus. Glaube ich. U-Bahn-Netz, irgendwo unter der Stadt. Und wenn Eve noch. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat, but be careful with the other men. The living are just as dangerous as the dead. Ja, aber wenn Eve noch mal genau nachgucken würde, wo wir jetzt sind, an welcher Stelle, würde ich mir auch helfen. Help, Mr. Wayne? Wie bin ich da runter? Was passiert, wenn ich dagegen schieße? Na toll. Ich habe trotzdem meine Waffen nicht. Ich kann so nicht raus. Tut mir leid. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Ja. Viel, viel schlimmer. Ach, da oben ist ein Rad, dann kann ich das ablassen. Na gut. Der alte Verrückte. Dass sich hier keine Toten rein verirrt haben. Ja. Oh nein! Das ist ja nicht mehr peinlich. So schon alles geschafft eigentlich. Lassen wir einfach los. Das sind wieder die Fallen, ne? Nein! Nicht sein Ernst. Ist das fies. Hilft etwa? These traps look like they've been designed to protect against the dead and the living. Ist doch richtig geil. Also ich finde wirklich, wie das hier gebaut ist, geil. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died. And then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Also er spielt schon so ein bisschen den Lehrmeister hier. Nein! Zu Recht. Völlig zu Recht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so schnell vorbei ist. Geheimnis. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet K.A. Bianchi. Kann man da oben irgendwie noch hinballern? Nee.
Oh. Das sah aus, als könnte man sich daran wirklich festhalten und langlaufen oder so. Ein bisschen zumindest. Trotzdem voll verkackt hier. Au. Meine arme Rübe, ey. Voll gegen die Wand gedonnert. Ach ja, da sammeln sich die Tode mal. Ja gut, machen wir danach. Was sind Evil Revelations, den zweiten Teil? Und dann. Oh nein! Dann müsste ich eigentlich erstmal wieder weniger sterben, glaube ich. Mal gucken, wie ich mich da anstelle. Vielleicht spiele ich den Teil dann auch mal zur Abwechslung auf normal. Einfach so, damit man was tun hat. Obwohl, bin mir noch nicht sicher. Ich entscheide es nicht auch spontan. Ich hab, weiß nicht, ich habe früher nie auf leicht gespielt oder so. Aber jetzt, wo ich das mal ein, zwei Mal probiert habe, ist es eigentlich ganz angenehm, ne? Man chillt sich hier wirklich zurück. Randall, Ratte? Achso, muss ich das Ding da... Das blockiert die Maschine. And what about these soldiers? The new law. I told you, when times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Er hat ihn nicht mal aussprechen lassen. Also, ich glaube, vielleicht war es das auch schon, aber. Ach nö. Was ist? Ich muss hier nicht mal rein, ne? Ah, verdient. Einfach verdient. Wenn Tode alles ist, was ihr schreiben müsst, dann merkt man, es ist wieder hochqualitatives Gameplay hier zu sehen. Und dann haben die einem nach einer Stunde eine Waffe gegeben, nur um die dann wieder einen wegzunehmen. Das ist doch gemein. Das kann ich doch nicht machen. Pro Gaming. Ja, natürlich. Absolut. And what about these soldiers? The new law. I told you, when times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for, too. Was sollte das denn jetzt, Sir? Zwille ist auch eine tödliche Waffe, wenn sie richtig genutzt wird. Ja gut, das stimmt. Aber trotzdem... Fette Knarre! Nein, ich brauche meinen Anlauf. Ich brauche meinen Anlauf, habe ich gerade gesagt. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich gleich ausmache. Oder so eine Viertelstunde. Ich glaube, das ist... Ja, ist gerade auch wie so ein Zombie gerannt, ey. Ha. Also, mir gefällt sie immer noch. Doch, tatsächlich ja. Aber ich würde gerne weniger immer wieder dasselbe machen müssen. Weil ich zu blöd bin. Meine, ja, verdient, aber trotzdem, was sollte das denn jetzt? Mit der Plattform vor allem. Und was über diese Soldaten? Die neue Law. I told you, when times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the one... Ich dachte, ich springe einfach nur kurz nach oben, lass das Ding vorbei und springe dann... Aber bin mir auch nicht anders. Mal gucken, wann dein Rage kommt. Ach ja, nö, noch nicht. Noch nicht. Hey, wir knacken noch die 50. Kriege ich hier noch hin an der Stelle? Also ich bin ja dann meistens nach außen hin noch relativ ruhig. Ich rage nicht so doll ab. Auch nicht immer. Also ich bin ja noch relativ kulant, auch bei anderen Spielen so, ne?
Wenn ich wirklich mal rage, das kommt nicht oft vor, wenn ich so richtig uprage. Nicht wirklich, nein. And what about these soldiers? The new law. I told you. When times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for, too. Jetzt weiß ich auch, warum er untergefallen ist. Sein Ausraum muss weggegangen sein oder so. Plattform. Du musst jetzt wieder zurückkommen, oder? Jawoll. Schon mal ein Hochhüpfer? Nein! Ich wollte gerade wirklich rollen. Ich habe mir das irgendwie vorher schon gedacht und dann bin ich trotzdem wieder reingerannt. Bitte nicht wieder von unten, bitte nicht. Bitte davor. Ja, danke. Ich wollte auch nicht zu früh rollen, ne? Weil sonst hat mich das Ding unten erwischt. Ja, genetzt, ey. Mann. Immer und immer wieder hier. Randall Dandel. Aha. Noch eine Seite, die aus dem Gedichtband gerissen wurde. Oh, es erschien mir wie ein Wunder, als ich die drei Gesichter an ihm erblickte. Hm. Verrückte alte Ratte. Au. Das sieht mal so gut aus wie ein Vergebungs. Ja, brauchen wir das Wasser oder brauchen wir es nicht? Wir brauchen das, oder? Komm schon. Ich will das Wasser nicht brauchen. Ich brauche es. Na gut, dann ziehen wir das mal hier so hin. Können wir ein bisschen Anlauf nehmen. Hoffe ich mal. Wir gehen trotzdem baden. Wieso? Ne? Wieso eigentlich? Das schon so, ah nee, ich hätte es heute, ich hätte es wieder ranziehen müssen. Das ging so nicht. Was ist doch hier dem Rad? Das ist doch blöd. Also das Gedicht sollte ich auch haben. Ich glaube, das Spiel hat mich gerade wieder richtig schön genutzt. So. Noch mehr Platz sitzen. Es dauert halt auch, bis die Kiste angehoben wird. Was? Dann mache ich halt sowas. Blödes Spiel. Hast du jetzt davon? Meine Güte. Ich lach dich aus, dummes Ding. Wer liegt denn hier schon wieder? Innocent people who tried to look for a safe place during the great war against the shadows. They were crushed to death by a landslide caused by bombing. Ach, lucky me, ne? Ich sag auf mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Verstand. Ganz einfach. Möchte doch mit dem Ding abschießen? Der Zwille? Ich weiß nicht, was er machen möchte. Was er so vorhat. In seinem Leben. Außer mir meins schwer zu machen. Nein! Das war ungewollt. Das war wirklich dämlich von mir. Wenigstens hier oben. Wie soll denn das gehen? Ich komme da doch nicht rüber. Aua. Innocent people who tried to look for a safe place during the great war against the shadows. They were crushed to death by a landslide caused by bombing.
dachte, er kommt mir helfen. Ratte. Mieses Stück Dreck. Wie das hier auch extra markiert wird. Was ist denn das? Das andere Rohr nicht? Und wieso sollte dann hier extra... Vielleicht ist die Blockade wirklich nur da, damit man nicht genügend Anlauf hat, um da hochzukommen. Aber dann ist meine Frage gerade... Ah, jetzt geht's doch. Mann, warum? Anni, du könntest ja vielleicht mal... Nein, lassen wir das. Ist witziger so. Den Zeitjump machen. Walljump meine ich. Zeitjump? Was laber ich eigentlich? Dachte ich, jetzt werden versucht und er wollte wieder nicht. Aber nein, ist okay. Das ist das Spiel. Verarscht mich einfach richtig gerne so. Ein bisschen Angry Birds spielen. Falle? Keine Falle. Ist das Ratte? So aus, ne? Was ist Baumfeld? Was hast du denn da? Follow this path going up to the old subway station. When you get to the outside, look for the house that grows in the tree. Oh ja, natürlich. Find my son before those men do. And I'll help you find the ones you care for. I can activate the platform now. Wenn er nicht mal seinen Sohn finden kann, wie soll er unsere Freunde finden? Ganz ehrlich. Vor allem, wenn er sogar weiß, wo seine, wo sein Sohn hingeht. So dämlich. Ich dachte, jetzt kommt eine coole Rolle. Peace. Ja, richtig schön hier an der runterhängenden U-Bahn. Tschüss, U-Bahn. Ach, Tagebucheintrag der Überlebenden. Anscheinend hatte sie jegliche Hoffnung auf eine Rettung durch die Armee verloren. Hier hätte man sich auch wieder Heilung nehmen können. Like the rat said, we all make choices. We all make choices. Ja, meine Entscheidung war gerade zu springen, weil ich dachte, ich kann mich auf der anderen Seite festhalten. Aber man muss runterfahren und dann von der Seite abspringen. Aha. Ich glaube, das liegt eher daran, dass er sich sein Versteck nicht verlassen möchte. Achso, ja gut, stimmt. Das macht natürlich auch wieder Sinn. Like the rat said, we all make choices. He chose to build a nest down here. The aftermath of the war. Nein! Some might call it survival. Nein! Gleich wieder Others. Tot. Hätte man hier irgendwie die Falle da oben auslösen können? Hätte etwas schneller sein müssen. Da hinten. Ist mir egal. Pfiff. Like the rat said, we all make choices. He chose to build a nest down here. In the aftermath of the war. Some might call it survival. Others denial. Das Steinchen beeindruckt sie nicht. Da oben? Nee, ne? Naja, wenn sie nicht stehen, springe ich einfach rüber und dann sollte es das Problem auch gelöst haben. Zö, zö, zö. Blümviecher. So, das ist jetzt Backseat Gaming hier. Bleib jetzt hier hinten. Okay, Fehler. House that grows in the tree. Those were the rat's words. Hm. The door's locked. Nein.
Hätte vielleicht nicht runterstehen sollen. Ach, geil. Also doch eher Limbo, die Assassins. Als Assassin's Creed, ja. In dem ganzen Rätselzeug, ne? Assassin's Creed habe ich jetzt auch nur den einen mit Russia nicht durchgespielt, weil der irgendwie echt besonders nervig ist. Ich weiß nicht wieso, aber den kriege ich echt nicht gebacken. Krass, da im Hintergrund. Ich dachte gerade irgendwie, hey, da kann ich doch bestimmt durch oder so. Oder ich lasse mich einfach wegsnacken. Quarantäne, na als ob. Nein! Das war's doch gleich. Nein! Geh weg von mir! Nein! Irgendwie... Ah, okay, also ging es da doch hoch. Mann. God will forgive them. Or not. Ein Rosenkranz mit Holzperlen und daran hängt ein Kreuz aus weißem Elfenbein. Ein Christ würde ihn nie aus der Hand geben, um nicht in die Hölle zu kommen. Ey, fies. Hinterhergeschmissen, ich werde dir nur in Ruhe vorlesen. Maximale Ausdauer erhöht dafür. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hätte er auf die Tür zu machen können, aber nicht denn. Geht ja auch so. Ja, so ein bisschen mache ich kurz noch bis zum, denk mal, nächsten Safe-Spot. Irgendwas, was auch mal da kommt. Vielleicht auch eine Cutscene. Speichert er doch relativ häufig ab. Wir sterben jetzt eben 10-mal oder 20-mal. Mal gucken, was passiert. Schon wieder so ein Fernseher. Ein Ausschnitt aus dem West Seattle Herald. Daran geht es um berühmte Kometen, der Erde sehr nahe gekommen wird. Die Astronomiewelt verfällt dem Phänomen als haleisches Kometen. Ja, ist ja gut. Wie bei Seven Days. Haha. Hat mal geklappt. Oh. Ich sehe nicht mehr, wo es hingeht teilweise. Ich flipp und flopp hier nur noch durch die Gegend. So. Ausweis eines Fremden. Robert C. Bundy. Mach doch, was du willst. Hier genau, Leben noch. Du kannst deine Schleuder benutzen, um mit Objekten zu interagieren und Sachen zu machen. zu klein dafür. Hihi. Ich reiß bestimmt gleich wieder. Siehst doch, komm. Hälfte. Sachen außerhalb meiner Reichweite. Das nicht, was sie gerade meinen. Ich finde, sie sollten abgelenkt sein von dem Auto, nicht von mir. Ach, na gut, dann wird das heute echt ein kurzer Stream. Damn. The kid should have been here. Where the hell could he be? I should search ahead. Genau, hier hätte der Junge sein sollen. This must be the rat's wife. I get it now. The boy comes here to remember his mother. Shannon. Lydia. Hm. Okay. Meinst du jetzt mit den Fotografien und so? Habe ich auch was überlegt, aber bin mir nicht sicher. Das Foto einer kranken Frau, darauf ist auch ein Junge abgebildet. Sie liegt im Krankenhaus auf einem Bett. Anhand des Datums auf dem Foto ist sie vor der Katastrophe gestorben.
Nee, das ist kein Sprung wert. It looks like a shootout. I better find the boy quick. Oh, eine Seite aus dem Tagebuch noch. Na gut. 19. Mai. Ich habe gerade den letzten Eintrag gelesen. Darin wirke ich wie ein Eigenbrötler, der mit anderen nicht klarkommt. Aber das stimmt nicht. Ich halte mich für glücklich. Ich bin 33 geworden. Mit 33 Jahren auf dem Buckel hat man zu lange und gleichzeitig nicht lange genug gelebt. Ich habe eine große Familie. Shannon, meine Frau, ist ein wunderbarer Mensch. Sie hat mich schon immer verstanden, auch meine Probleme. Und das ist das Wichtigste für einen Mann. Außerdem kann sie großartig kochen. Seit über 10 Jahren haftet ihr Duft an mir. An meiner Kleidung, in meinem Herzen. Damals war ich betriebsblind. Ich war wie ein Zugführer, dessen Zug zu entgleisen drohte. Zu schnell, zu wackelig, zu nervös. Das haben sie immer gesagt. Sie half mir, den rechten Weg wiederzufinden. Sie und der neue Job, die Arbeit in den Wäldern. Später dann kam Lydia, meine Tochter. Die wunderschöne Lydia. Das Mädchen war ein Segen. Ich glaube, die beiden sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Tja, das glaubte ich nicht nur, das ist auch so. Menschen hören nicht gern die Wahrheit. Man sagt lieber das, was dass man etwas glaubt, um es dann später zu vergessen oder zu verraten. Menschen verraten einen leicht. Ich werde sie niemals verraten. Oh. Ah, nochmal rennen. Nein, Helikopter. Oh! Ups. Ich hab das bei dem... Landet der denn noch? Ich hab das gerade irgendwie bei dem Auto nicht gecheckt, was da jetzt war. Ich schätze mal, die Seite haben wir jetzt. It looks like a shootout. I better find the boy quick. Ja. It would seem like it. Who are you? That's not important right now. Maybe you can reach the fire escape and move your car. You don't really have a choice. Understand? I'll wait for you on the road. Get out of there, will you? Feuerwehrleiter. Eigentlich ein guter Einstieg fürs nächste Mal. Ich guck mal, dass ich noch ins nächste Zimmer komme oder so. Ja, oder so ist gut, ne? Bis Ende. Aber dann haben wir heute 30 Leben verbraucht. Und da ist er. Oh, where did you just come from? Are you crazy, man? Your father is worried about you. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? We have to get out of here. Run! Let's get out of here before we're caught by the bird! Good. What the hell? We're alive, you idiots! Alive! We spotted the boy. In pursuit. Oh, looks like he's made a friend. Also, die Fies, ey. Your father wants you to come back home. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive even rat meat. I wanted to look for some food. But they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as fast as you can and don't look back! Der ist einfach das Glas gesprungen. Ist der denn crazy? Ah, okay, doch, hier hat man wieder seine Ruhe, schätze ich mal. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Ja, wohin denn? Ich sehe es gerade einfach nicht. Da ist ein Kasten. Gas. Ah, okay. Ah, hab's nicht gesehen. So viel zum Thema, ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Ach, das ist doch egal, was man macht, man macht das Falsche. Ich glaube, da ist weg, der wird uns sie wiederfinden. So. Nein! Looten, muss sein. Ausweis. Is here dog game. Hä? Jetzt. Ja, ja, fein gesichtet. Ich renne doch jetzt nicht durch. Au. Für meine Nase. Ja, genau, das meinte ich. Wenn mich unten im Licht ist, ist man erledigt. Okay, gut, das war's, Leute. Ich höre auf an der Stelle für heute. Ach Gott. Also ich finde, es ist geil. Kann man auf jeden Fall beim nächsten Mal fortsetzen. Und danach dann, ja gut, Resident Evil Revelations, den zweiten Teil. Aber ich finde es cool, immer wieder so ein bisschen Zombie-Action. Ich habe jetzt wieder richtig Bock so auf, wie gesagt, Left 4 Dead 2 oder sowas. Das ist, ja, oder Dying Light oder, also habe ich noch nie gespielt, aber doch, habe ich Bock drauf. Und Dead Island und sowas. Ich bin gerade wieder richtig so in der Zombie-Phase. So. Aber hey, ich wünsche euch noch eine richtig wunderschöne Nacht. Wie gesagt, bei mir geht es erst am Mittwoch wieder weiter. Vielleicht dann so 15, ja doch, um 5, so 17 Uhr rum. Und ansonsten seht ihr dann morgen Eve mit Stardew Valley und ein paar neuen Mods. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüssi.